So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda, Skyward Sword. So, ich habe gerade bestimmt eine halbe Stunde gesessen und irgendwie versucht, meine Kamera einzustellen. Ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen. Einfach die Belichtung hat nicht funktioniert. So, immer wenn ich nach vorne geguckt habe, hatte ich einfach so ein weißes Quadrat auf der Wange, was so geflackert hat die ganze Zeit. Richtig anstrengend, aber ich glaube, jetzt geht's. So, und damit starten wir doch direkt mal ins Wolkenmeer, into the skies, in den Himmel. Denn wir haben letztes Mal aufgehört und haben ein paar von diesen Quadraten gefunden. Nicht auf meinem Gesicht, sondern im Spiel. Tatsächlich waren es keine Quadrate, sondern eher Würfel. Genau. Und die haben wir aktiviert. Und jetzt sagt Fei uns bestimmt auch, dass wir ein paar coole Schätze finden. So, genau. Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit einem Himmelsstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. You don't say what? Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Yes, yes, guck mal, gleich zwei. Ah, oh, auf der Kürbisinsel. Yes, let's go. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Alles klar. Yes, yes. Ja, ja. Ach, ich soll das wieder markieren, ne? Aber gut, Kürbisinsel finden wir so, aber die da, die markieren wir uns mal. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Ja, genau das haben wir nämlich auch vor und das machen wir jetzt. Wo ist denn mein Signallicht hin? Da. Ganz eindeutig. Da unten. So, dann gucken wir mal. Konnte man denn gleich... Macht er das selber? Ah ja, er macht es selber, alles klar. Es ist aber noch ein bisschen komisch mit dieser Bewegungssteuerung. From time to time. Also wenn ich das nicht schön mittig markiert habe, dann weiß ich auch nicht. So. Ah! Ich habe die Taste für den Paraschall vergessen. ZR war es. So, mal gucken, was wir hier Schönes haben. Wahrscheinlich noch nicht allzu krass. Ah! Ein Herzteil. Ja, das ist doch nice. Ja, das ist in Ordnung. Uns fehlt nur noch ein weiteres. Cool. So, dann darf das da wieder weg. Dann machen wir uns jetzt auf zur Kürbisinsel. Da wollte ich nämlich sowieso mal hin. Denn ich meine mir ziemlich sicher, dass uns da noch ein weiteres Herzteil erwartet. Entschuldigung. Einfach ins Bild geflogen. So, da können wir doch super dieses Ding da nutzen, meine ich. Als kleine Abkürzung. Gut, der eine Rubin, der kümmert uns gerade mal nicht. dicht daneben ist doch vorbei. Komm, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, doch, komm, bitte schon, doch. Wir haben es fast geschafft, es tut mir leid. Okay, meine Güte, wie kann man das denn verfehlen? Ich war mir so sicher, dass wir da durchkommen. Nun gut, das Spiel hatte anderes im Sinn. Nein, es lag nicht daran, dass ich den Vogel zu weit nach rechts gesteuert habe. Wo denkt ihr hin? Oh Gott. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Ich versuche mal auf dem Kürbis zu landen, weil ich weiß nämlich nicht mehr, die da oben ist es nicht. What in case? Ach, da unten, alles klar. So, jetzt machen wir das auch ordentlich hier. Ganz safe. Guck mal, was wir hier Schönes finden. Ah, ich habe unsere Abenteuertasche vergrößert. Cool. Kann ich jetzt zwar noch überhaupt nichts mit anfangen, aber nice to have, for sure. So. Werfen doch mal einen Blick in dieses nice Kürbis. Ja. Geschäft. Ach, der Typ. Oh ja, was sehen unsere entzündeten Augen denn da oben? Ist es wohl? Ein Herzteil. Und ich weiß doch schon, wie wir es bekommen. Und jedes Mal. Es ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, wenn das passiert. Leute, die das Spiel gespielt haben, wissen, was jetzt kommt. So, aber zuerst mal tun wir mal auf guter Junge und stellen uns erstmal allen vor. Hallo du siehst aus wie ein Ritter aus dem Wolkenhort. Hab ich recht? Nimm doch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen? Versuch bloß nicht, die Rubine von dort oben herunterzubekommen. Ach, die Rubine, darum geht's mir doch nicht.
Manche Leute behaupten, man könne den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden fallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Okay, alles klar. Es ist ja auch nicht so, als würden sie einem so direkt die Anleitung geben, von wegen, ach, falls du dich wunderst, wie du die Rubine und das Herzteil darunter bekommst, musst du etwas anrempeln, dann fängt er nämlich an zu schwingen und dann fällt das nämlich runter. Nur, falls du es wissen möchtest. Aber denk bloß nicht daran, das zu machen. Du glaubst mir doch, oder? Was glauben? Ich sage dir, im Wolkenhort lebt ein fürchterlicher Dämon. Um ein Haar hätte mich das Biest lebendig verspeist. Du magst vielleicht ein Ritter sein, aber dieser Dämon wird selbst dich zum Frühstück verputzen. Wird er das? We'll see. So, hallo, mein Freund. Willkommen in der Kürbisbar, der gemütlichen Raststätte für alle Vogelreiter. Du wirst nirgendwo eine bessere Suppe als in meinem Hausgemachte, als meine hausgemachte Kürbissuppe finden. Wie wär's mit einer Portion? Sehr gerne. Na, das ist mal eine Überraschung. Er möchte tatsächlich meine Kürbissuppe probieren. Das ist noch nie vorgekommen. Wer hätte gedacht, dass ein Knirps wie du auf meine Suppe steht? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Deswegen möchte ich erstmal probieren. Möchtest du eine Portion mitnehmen? Nur 10 Rubine die Flasche. Ja, das können wir uns verleisten. Na endlich, hier bitteschön. Kriegen wir jetzt noch eine neue Flasche? Ja, bestimmt, oder? Oder? Bestimmt, oder? Du hast heiße Kürbissuppe erhalten. Diese hausgemachte Kürbissuppe kühlt innerhalb von 5 Minuten ab. Die Suppe schmeckt am besten, wenn du sie heiß genießt. Nach 5 Minuten kühlt sie jedoch ab. Wirklich, tut sie das? Das wäre mir gar nicht aufgefallen. So, warte mal. Ach nein, wir haben tatsächlich keine neue Flasche bekommen. Jetzt guck mal, es passiert mir was richtig Spektakuläres, wenn man die trinkt. Also, es wurde mal erzählt, wenn du diese Kürbissuppe trinkst, ne? Dann, passt mal auf. Krass, oder? Echt heftig. Also, die Gerüchte stimmen. Es passiert wirklich. So, guck mal, mit dir haben wir noch nicht gesprochen. Hey, hör mal kurz zu. Der alte Knabe dort drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Na, mit solchen Prahlereien wird der Kabocher jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Kabocher? Kabocha? Das klingt wie dieses Spiel mit diesen Bällen. ja. Whatever. Ich schätze, es geht um die Dame dort. So, und was macht er hier? Hey, Link. Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Nicht wirklich. Stimmt. Was machst du hier so alleine? Stimmt, habe ich es schon einmal erwähnt. Ich liebe Insekten. Und genau deshalb bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Und falls du doch keins besitzt, kannst du dir eins in Terrys Laden kaufen. Oh, da sagt er was. Stimmt, wir können jetzt in den Laden. Da müssen wir heute auf jeden Fall auch nochmal rein. Wahrscheinlich dreht er gerade wieder seine Runden über den Wolkenhort. Wo auch sonst. So. Nun. Achtung, Kronleuchter, bitte an dieser Stelle ruhig verhalten. An dieser Stelle bitte ruhig verhalten. Hint, hint. Aber das ist so richtig. Dieser Knopf. Wenn du diesen Knopf drückst, passiert was ganz Schlimmes. Ich sag dir mal nicht was, ne? Aber wenn du diesen Knopf drückst, Welt wird untergehen. Drück bloß nicht diesen Knopf. So, und jetzt lasse ich dich alleine mit dieser Information. Genau so ist das. So. Wir verhalten uns mal besonders ruhig. Es tut mir leid. Es könnte ja auch einfach runterfallen, ne? Aber nur... Oh Gott. Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Mach sofort, dass du runterkommst. Boah, ich weiß nicht. Weiß nicht. Ach ja, da ist wohl der Kronleuchter runtergefallen. Oh nein, schau nur, was du für ein Chaos veranstaltet hast. Ich schätze, dafür gibt es einen Satz heiße Ohren. Was passiert eigentlich, wenn man einfach geht? So, wenn man das jetzt nicht mitnimmt? Wenn man jetzt einfach geht? Hey! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich nach dieser Aktion so einfach gehen lasse, oder? Okay, alles klar, man kann anscheinend nicht gehen. Kann man durch die Hintertür gehen? So, mal ohne weiteres mitzunehmen hier. Hey! Ja, alles klar, okay. Wir reden mit dir, ist in Ordnung. Aber vorher nehmen wir die noch mit, bevor die verschwinden. Und gleich kümmern wir uns um das Herzteil. Aber in aller Ruhe... Ist es wirklich der richtige Zeitpunkt, um sich eine Pause zu gönnen? Hast du dich noch was zu erledigen?
Right! Nun, wie soll ich sagen? Das darf doch nicht wahr sein! Was hast du getan? Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Nö. Ich höre wohl schlecht. Du hast Nerven, zerstörst meinen Kronleuchter und glaubst dann auch noch ungeschoren davon zu kommen? War's das? That's it? Warte mal kurz. Du hast ein Herz erhalten. Yay. Auf ein neues Herz. Können wir jetzt? Okay, können wir nicht. Alles klar, ist okay. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Schätze. Bist du bereit, für den kaputten Kronleuchter aufzukommen? Weiß ich nicht. Okay, ist gut. Gib mir Arbeit. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenhort meine Suppe bringst? Nichts lieber als das, da wollte ich halt eh gleich hin. Er gehört zu unseren Stammgästen. Meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, wirst du ihm die Suppe bringen? Hi, Dachskuroi. Sicher doch. Vorher kommen wir hier eh nicht raus. Sehr schön, hier hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bring sie dem Schwertmeister, aber hurtig. Na, worauf wartest du noch? Ist ja gut. Okay. Ah, eine Sache noch, Kleiner. Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen. Du solltest dich also bei deiner Lieferung etwas beeilen. Los, bring ihm die Suppe innerhalb der nächsten 5 Minuten, sonst ist sie kalt. Okay, let's go. Wir haben es jetzt, 13:42. 5 Minuten Timer, läuft. Und wie war die Woche so? Ganz in Ordnung eigentlich tatsächlich. Guck mich mal eben hier weiter nicht um. Ich habe dringende Sachen zu erledigen. Ganz in Ordnung eigentlich soweit. Bisschen stressig. Aber das ist ja nichts Neues. Ansonsten eigentlich ganz in Ordnung. Freue ich mich auf jeden Fall, dass jetzt Wochenende ist und dass ich tatsächlich Zeit habe, jetzt zu streamen. Das ist ziemlich nice. Ja. Und selbst bei dir so. Schön zu hören. Yes. Genau. Muss tatsächlich nämlich auch mal wieder streamen, denn ich habe tatsächlich auch nichts mehr, was ich auf YouTube hochladen könnte. So, warte, dieses Mal klappt das. Oder auch nicht. Ganz gekonnt. Präzise dran vorbeigeflogen. Warte, was habe ich gerade gesagt? 13:42 haben wir es jetzt. Das schaffen wir aber dicke. Dicke schaffen wir das. Vielleicht landen wir direkt über der Ritterakademie. Dann ist die Soße nämlich garantiert noch warm. Genau, die Soße nämlich. Eigentlich auch ganz gut. Das ist schön. So, warte. Wir fliegen direkt da hinten hin. Keine kostbare Sekunde vergeuden, in der diese kostbare Suppe abkühlen könnte. Genau dahin möchten wir bitte. Direkt vor die Tür. Das ist nicht direkt vor die Tür, aber ist in Ordnung. Ich finde es übrigens total komisch. Ich denke die ganze Zeit, ich kann Link noch so steuern mit dem, mit den Joy-Cons. Aber es geht so tatsächlich. Das ist bei Zelda Tears of the Kingdom tatsächlich sehr viel besser. But well. So. You. Muss Strafarbeit verrichten. Hallo Link. Übst du auch fleißig mit dem Schwert? Hm? Das ist doch nicht etwa meine heißgeliebte Kürbissuppe. Der Besitzer der Kürbisbar hat dich gebeten, mir etwas davon zu bringen. Und du hast einfach so eingewilligt? So ist es. Na dann her damit, aber hortig. Niemals. Was bist du denn für ein Scherzbold? Wurdest du nicht gebeten, mir diese Suppe zu bringen? Was soll denn das? Wie offended er ist, dass man ihm seine Suppe jetzt einfach nicht gibt. Wenn du sie selbst essen möchtest, dann bring mir gefälligst eine neue. Aber wehe, sie ist nicht heiß. Oh, dann raste ich aus. Okay. Du kannst deine Suppe haben, bevor sie kalt ist. Ist in Ordnung. So ist es. So. Bitte sehr. Sollte noch warm sein. 2 Minuten haben wir gebraucht. Einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist und man sich den Zunge und den Gaumen und den Hals verbrennt. Genau. Gut gemacht. Bitte richte dem Besitzer der Kürbisbar meinen besten Dank aus. Alles klar. Das heben wir uns mal auf für unseren nächsten Besuch da. Jetzt holen wir uns erstmal das Schmetterlingsnetz, würde ich meinen. Haben wir das eigentlich jetzt in der neuen Flasche bekommen? Bestimmt nicht, oder? Das wäre jetzt zu cool. Nein, natürlich nicht. Wir haben immer noch unsere eine Flasche. Na gut. So. Da wir jetzt die Schleuder haben, können wir doch tatsächlich nämlich dem Terry mal einen Besuch abstatten.
Und da vorne ist er nämlich schon. Und uns das Schmetterlingsnetz holen. So, damit wir mit wild fuchtelnden Bewegungen nämlich... Guckst du denn? Das werden wir vielleicht gleich erfahren. Oh Gott, na, so. So. Prioritäten muss man setzen. Erst Schmetterlingsnetz, dann helfen wir dir vielleicht. So, warte. Hier. So. Gut, vielen Dank. Oh. Wie er sich abrackert. Er ist so ein Meme, der Typ. In jedem Spiel. Und er hat einfach immer die Arschkarte gezogen. Entweder er sitzt halt auf so einem scheiß Fahrrad. Oder er schleppt einen Rucksack mit sich rum, der zweimal größer ist als er selber und schleppt den durch ganz Hyrule. Ach ja, we love him, we love him. Praise the Beetle, praise the Terry. Oh, es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hierher findet. Den anstrengenden Weg zu dir, bitte? Du fliegst ja mit deinem Haus über den ganzen Wolkenhort und wenn jemand zu dir hoch möchte, dann ist der einzige Weg zu dir, dass du dich noch mehr abrackerst und jemand mit seinem ganzen Körpergewicht zu dir reinziehst. Aber für mich ist es anstrengend. Alles klar. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was Ihr Herz begehrt. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Eine Sache noch. Es wäre nett, wenn Sie nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würden. Ja, ja, ja. Wir sind ja gekommen, um etwas zu kaufen. Oh, Sie interessieren sich also für das Schmetterlingsnetz. Damit können Sie Insekten einfangen. Das macht Spaß und ist zudem auch sehr nützlich. 50 Rubine sind doch ein fairer Preis. Finden Sie nicht auch? Das nehme ich wohl. Das kann ich wohl verkraften. Du hast das Schmetterlingsnetz erhalten. Fange damit flink und leise Insekten und andere Dinge. Flink und leise. Ja, ich zeige euch mal, wie das flink und leise bei mir aussieht. Great! Wollt ihr mir auch mal Skyward Sword holen? Hab halt zu viele Spiele auf meiner Liste, die ich zocken will. Oh, das ist ein bekanntes Problem, aber es ist wert, auf jeden Fall. Also, nur zu empfehlen. Der Hintern. Ja, dieser Flicken vor allen Dingen auch. Vor allen Dingen frage ich mich, wenn dieser Flicken da oben ist, wie fährt er denn Fahrrad? Also, wenn er denn mal nicht so im Stehen fährt, sondern im Sitzen? How? Ich meine, weiter unten wäre es ja logisch gewesen. Aber warum denn da oben? Das macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Aber okay, das ist für ihn anscheinend ganz logisch. Oh, vielen Dank. Das gibt mir Kraft, noch fester die Pedale zu treten. Jawohl. So, guck mal, was haben wir denn hier noch Schönes? Brauchen wir die schon? Oh, das ist die überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit können Sie 300 Rubine mehr tragen. Ist das nicht großartig? Sie wollen sie doch bestimmt, oder? Für nur 100 Rubine gehört sie Ihnen. Da sind Sie dabei. Nein, nein, danke, danke. Oh, sehen Sie sich ruhig noch weiter um. Ja, es ist okay. Ich glaube, die Tasche brauchen wir nicht. Das Medaillon brauchen wir auch nicht. Ich glaube, das war nur, dass man schneller Herzen findet, oder? I guess. Das hier ist die Lebenskraftmedaille. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn sie bloß bei sich tragen. Und wie der Name schon sagt, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Probieren Sie es einfach selbst aus. Ich gebe sie Ihnen für 800 Rubine, Schnappermensch. Was passiert, wenn? Oh, da wird er gleich richtig wütend. Oh, Sie haben nicht genug Geld. Wenn das ein Scherz sein sollte, dann war er ganz und gar nicht lustig. Okay, alles klar. Nun gut. Boah, wenn man wollte... Wait a minute. Ja. Cool, cool, cool. Das geht. Auf dieses Blechbett einfach. So, genau, wenn man das nämlich macht... Boah, das hatte ich ganz verdrängt, dass es geht. Stimmt. Dann kommt man nämlich ganz woanders an, tatsächlich. Dann strampelt der Gute sich ab und... Wait a minute. Fliegt ein durch den ganzen Wolkenhort. Nur mal kurz, um zu zeigen, wir sind gerade von hier mit dem Typen bis nach da drüben geflogen. Guck mal, was ist das gerade? Also das war ein Weg von 2 Minuten, ne? Mit Vogel, ne? Und dieses Ding bewegt sich ja so langsam vorwärts. Jetzt könnt ihr euch nur vorstellen, wie lange der Arme gepaddelt ist, damit wir hier drüben angekommen sind. Mit... noch meinem Körpergewicht mehr dazu. Oh, wait a second. Die können wir doch bestimmt einfangen, oder?
Jetzt zeige ich euch gleich mal, wie leise und bedächtig das bei mir aussieht. Wait a second. Ah, ich wollte gerade sagen. Sie sind noch da. Es ist so ein bisschen Animal Crossing Feeling. Es funktioniert halt auch nicht. Go back. Wait. Vielleicht sollte ich es in die andere Richtung versuchen. Bin halt auch wirklich schlecht darin. Guck so, einfach schnell, einfach. Irgendwo hin. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was das ist. Egal. Komm, die kriegen wir auch noch. Die kriegen wir auch noch. Nein, Gott. Nice. Leise und flink. Flink, ja, leise, naja. Elegant reden wir nicht drüber. What is that? Was hat er da? Warte. Können wir uns das näher angucken? Ach, er hat da so einen Special-Käfer drinne. Wow. Oh, du bist also aufgewacht. Du hast so putzig ausgesehen, als du geschlafen hast. Da wollte ich dich nicht wecken. Deswegen habe ich dich Kraft meiner Wassersuppe durch die halbe Welt gekarrt. Ah, Netzfuchteln funktioniert halt immer. Yes. Aber du warst ziemlich schwer. Wie? Was? Irgendwas an mir ist anders als zuvor? Meine Sprechweise? Meinen Sie, du? Und wenn schon, das ist doch jetzt nicht von Bedeutung. Nun, dies ist mein Zufluchtsort, wenn man das so nennen möchte. Weißt du, ich übernachte hier immer. Schlafen tue ich übrigens auch nie. Ich meine, ich bewege mich ja den Tag über gar nicht. Regenerieren? Wozu halt? Im Grunde gibt es hier eigentlich nichts Sehenswertes, aber ich bin für mich allein und genieße die Ruhe. Genau, deswegen habe ich dich jetzt bis auf dem Weg hierher belastet und jetzt nerv ich dich halt auch noch. Du kannst morgen mit mir zurück zum Wolkenhort fliegen, wenn dein Wolkenvogel schläft ja bereits tief und fest. Denn der braucht nämlich tatsächlich Schlaf. Wenn du willst, kannst du dich bis morgen im Bett ausruhen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Aber das ist so ein süßes Detail, finde ich einfach, dass man das halt hier machen kann und dass man dann hier einfach, ja, schläft und dann ihn halt mal so kennenlernt von dieser ganz anderen Seite. Kommen wir da drüben schon rüber? I don't think so. Nee, aber gut zu wissen. Hier ist noch so eine Truhe, aber die haben wir noch nicht freigeschaltet. Spider vielleicht. Nun gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zum Wolkenhort, möchte ich meinen. Lassen wir uns noch mal eine Runde kutschieren. Ich würde halt auch bis zum Morgen warten, wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit gäbe und selber zurückfliegen, aber das macht das Spiel leider nicht möglich. Deswegen schlafen wir gern bis morgens. Ach ja. Genau. Hat er jetzt eigentlich neue Waren? Ach, tatsächlich. Das hier ist die Insektenmedaille. Sie entfaltet ihre geheimnisvolle Wirkung schon, wenn Sie sie bloß bei sich tragen. Sie zeigt Ihnen an, wo sich Insekten befinden. Das ist doch mal richtig nützlich. Sie ist ein wenig teuer, aber wenn Sie 1000 Rubine entbehren können, gehört sie Ihnen. Nee, danke. Oh, sehen Sie sich ruhig noch ein wenig weiter um. Das Ding ist jetzt nur, ich glaube, ich kann jetzt nicht mal noch mehr kaufen. Also ich meine, ich könnte die Geldbörse, glaube ich. Ja, die Geldbörse war das für 100 Rubine. Aber ich möchte halt noch gucken. Ich glaube nämlich, ich brauche noch ein Schild, ein neues für den Vulkan. Und ich weiß halt nicht, wie viel das kostet. Und wenn ich da gleich nicht mehr genug Rubine für habe, dann wäre das ziemlich kacke. Mal gucken, wie viel er für die Tasche möchte. Mit dieser Zusatztasche können Sie ein Item mehr bei sich tragen. Damit werden Sie Ihre Reisen um ein Vielfaches angenehmer gestalten. Was sagen Sie dazu? Sie kostet nur 300 Rubine. So viel habe ich leider nicht. Oh, sehen Sie sich ruhig noch ein wenig weiter um. So, und das Ding ist nämlich, jetzt können wir nichts kaufen und ich glaube, der zählt nicht mehr mit, dass wir nämlich gestern schon was gekauft haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Weg hier raus nicht ganz so angenehm wird. Doch, doch. Okay, erzähl's doch mit. Alles klar. Gut. Das gucken wir uns ein andermal an. Phew. Was denn nämlich passiert, wenn man bei ihm nichts kauft? Dann ist er nämlich nicht mehr ganz so freundlich, let's say. So. Mal gucken. Ich habe mit den ganzen Leuten noch gar nicht geredet. Und er möchte was von uns. Genau, er möchte uns nämlich diesen Stahlschild verkaufen.
damit wir nämlich uns in die Feuergegend begeben können. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Also, wo soll ich die Schrauben ansetzen? Was? Oh, Moment mal, du hast doch gar kein Schild, der repariert werden müsste. Ach so, mein Schild ist halt einfach kaputt gegangen. Der ist halt weg. Den gibt's nicht mehr. Treibst du deine Späße einfach mit mir, Freundchen? Entschuldigung, ich dachte halt, du kannst mein Holzschild und so, aber der existiert halt einfach nicht mehr. So, und sieh hier. Hallöchen, bei mir kannst du deine Items lagern und gelagerte Items wieder an dich nehmen. Möchtest du das Itemlager nutzen? Ja, ich habe halt ganz genau eine Flasche und die brauche ich, glaube ich, noch. Ah, soll mir recht sein, aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du hier auch etwas zu erledigen hast, ja? Ist okay, ist okay. Hallo. Ja, hier kommt gerade richtig Werte her. Ich habe neue Items in meinem Sortiment. Ihr könnt nun ein Eisenschild und eine kleine Dekotasche erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf, wenn ihr möchtet. Ja, die kleine Dekotasche brauchen wir jetzt nicht unbedingt, I guess. Aber das Eisenschild. Oh, bitte lasst es nicht so teuer sein. Ihr interessiert euch also für ein Eisenschild? Dieses Schild ist noch robuster als die Variante aus Holz. Selbst loderndes Feuer kann diesem Prachtexemplar hier nichts anhaben. Einzig vor Elektroangriffen solltet ihr euch in Acht nehmen. Das macht 100 Rubine, mein Herr. Siehst du, gut, dass wir das nicht ausgegeben haben. Her damit! Du hast den Eisenschild erhalten. Dieser robuste Schild zerbricht nicht so leicht und brennt auch nicht. Allerdings solltest du dich vor Elektrizität hüten. Alles klar. Ah, ihr seid einfach wundervoll, werter Herr, mein bester Kunde. Werter Herr, sollte eure Schildanzeige zu schnell sinken, bringt euren Schild in die Werkstatt. Ja, aber wenn er halt kaputt ist, dann bringt das halt alles nichts mehr, ne? Mit gefundenen Schätzen könnt ihr euren Schild oder andere Items verstärken und um ein Vielfaches wirksamer machen. Okay. So, ich glaube, hierzu fehlt uns halt noch alles. Also, wir haben keine Bombentasche, wir haben keinen Bogen. Deswegen bringt uns das halt nichts. Der sieht irgendwie mega interessant aus. Der opalisiert so ein bisschen. What is that? Oh, das hier ist ein Rüstungstrank. Er vermittelt den Schaden, den du erleidest, für eine bestimmte Zeit. Solltest du dich im Kampf noch nicht so sicher fühlen, lege ich dir diesen Trank ans Herz. Leider ist er etwas teuer. Eine Flasche davon kostet dich ganze 200 Rubine. Willst du ihn trotzdem? What the f... Was? Na, Entschuldigung, aber das kann ich mir gerade bei weitem nicht leisten. Dann ist das doch hier bestimmt ein Mehr-Schadentrank, oder nicht? Das ist ein Wundertrank. So etwas Großartiges bekommst du sonst nirgendwo. Für nur 400 Rubine. Schmiere ihn auf dein Schild, um ihn zu reparieren und die Schildanzeige wiederherzustellen. Und nicht nur das, dabei werden auch noch 4 deiner Herzen aufgefüllt. Na, das ist doch ein Kauf wert, oder? Eine Flasche davon kostet gerade mal was, 30 Rubine? Ja. I'd say so. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt halt ehrlich gedacht, der kostet... Also 100 oder so? Vielen Dank, vergiss nicht, wenn du diesen Trank verfeinern möchtest, wende dich an meinen Mann. Mit dem haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, oder? Hello, willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt es einen Trank, den du verfeinert haben möchtest? Also es bringt uns gerade nicht viel, aber ich möchte mal gucken, was er sagt. Ich zeige dir, welche deiner Tränke ich verfeinern kann. So, was denn mit dem? Dafür brauchen wir Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Füllt die Schildanzeige vollständig auf und stellt 8 Herzen wieder her. Nur 20 Rubine, das geht ja. Also wenn man die Materialien hätte, dann wäre das gar nicht mal so bescheiden. So. So. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen... Oh, warum so traurig? Du hast das Geschäft deines Lebens mit mir heute gemacht. Vergessen? Es währt anscheinend nicht lange seine Freude. Naja. So, dann mal gucken, ob wir uns jetzt halt schon auf ins, zum Vulkan machen. Aber ich glaube, ich würde lieber erstmal gucken. Oh, warte mal, können wir den Käfer hier schon... Ist der Käfer... Ist hier ein Käfer? Kein Käfer. Aber da hinten sind Schmetterlinge. Ganz vergessen. Die können wir doch bestimmt fangen, oder? Yes! Man winke einfach wild mit der Fernbedienung und also mit dem Joy-Con und dann klappt das nämlich auch. Du hast einen Himmelsfalter gefangen, ein weit verbreitetes Insekt. Manchmal hält es sich auch an seltsamen Orten auf. Yes, yes, das wird sich uns noch früh genug zeigen. Ah, den nehmen wir nämlich auch mit. So, genau. Okay. So, ich hätte ja gerne diesen Käfer mitgenommen, der da mal war. Können wir die noch mitnehmen?
Stimmt, oder? Yes. Ah, komm. Yes. Das Netz muss nämlich einfach nur so ein bisschen da drauf und runter und dann fängt man die nämlich. So, guck mal. Hey, Link. Was? Du warst in Tairis Laden? Pah, du doofer Angeber. Entschuldigung, ich wollte dir gerade mein cooles Schmetterlingsnetz zeigen. Jetzt wird man hier als Angeber bezeichnet. Pff. Okay. Nun gut. So. Vielleicht hättest du mir ja zeigen können, wo dein Käfer gerade sitzt. Dann hätte ich ihn dir vielleicht sogar gefangen, aber okay. So, mir war so, als hätte hier auch noch irgendwo ein Käfer gesessen, aber vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Gucken wir eben mal noch schnell nach hier oben. Nee. 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 Da geht's wieder ins Wolkenmeer, da wollen wir aber jetzt noch nicht hin. Knapp, aber doch noch hier gelandet. Was ist denn mit dir da oben? Oh, Link! Das ist der Turm des Lichts. Klettere doch mal hoch und genieß die tolle Aussicht. Ah ja, das haben wir gerade schon erledigt. Möchte ich meinen. So. Genau, dann gucken wir nur nochmal eben, ob wir hier gerade irgendwelche Sidequests gerade noch erledigen können. Weil davon gibt es in Zelda Skyward Sword doch einige. Deswegen würde ich doch gern mal einen Blick werfen. Vielleicht sollten wir erstmal in die Ritterakademie. Vielleicht sollten wir mal gucken, was passiert, wenn wir Master Chipora davon erzählen. Ach so, und er hier hat ja auch noch, wir würden zwar nichts sagen, aber ich finde es suspicious, dass er so in die Luft guckt die ganze Zeit. Gratulation zum Sieg bei der Vogelreiterzeremonie. Warum machst du denn ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter? Du hast doch gewonnen? Entschuldigung, hast du irgendwas verpasst? Hast du irgendwas nicht mitbekommen oder so? Zelda, nicht mehr da und so? Naja, reden wir nicht drüber. Alles klar. So, mal gucken. Wie kommst du bei der Suche nach Zelda voran? Wenn du schon erschöpft bist, ruh dich doch einmal in deinem Bett aus. So kannst du den Wolkenhort bei Nacht erleben und deine Herzen werden auch aufgefüllt. Ach, dass meine Herzen aufgefüllt werden, wusste ich gar nicht, wenn ich in dem Bett schlafe. Das ist ja nice. Das ist ja gut zu wissen. So. Ju. Das ist nun wirklich das erste Mal, dass ich Bardo in diesem Zustand sehe. Er schließt sich in sein Zimmer ein und weigert sich herauszukommen. Du bist schuld daran, dass Zelda verschwunden ist. Du ganz alleine. Ich glaube, das haben wir schon mal gehört. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, hier gibt es gar nicht mal so viel, was wir machen können. Dann würde ich sagen, wir gucken eben noch kurz zu Master Chipora. Und wir gucken einfach mal, ob der uns noch irgendwas zu sagen hat. So. Auch nicht so wirklich, aber mal gucken. Hallo, Link. Hast du etwas über Zelda herausgefunden? Ich habe es vorgezogen, nicht über die Ereignisse jener Nacht zu sprechen. Ich möchte im Dorf keine Unruhe stiften. Es tut mir leid, dass du ganz alleine bist, aber ich bitte dich, erweise dich diese Aufgabe würdig. Für uns alle. Okay, alles klar. Anscheinend keine weiteren Sidequests, so für den ersten Augenblick, so wie es mir scheint. Warum bin ich denn so müde? Ich habe doch heute eigentlich ausgeschlafen. So, geht's dir ein bisschen besser, Link? Ich habe auch so meine Probleme, aber ich versuche mir vor anderen Leuten nichts anmerken zu lassen. Oh. Dann verschwinde die Traurigkeit einfach. Glaub daran und lebe danach. Ich weiß nicht, ob das so die gesündeste Einstellung ist, to be honest. Aber gut, wenn es dir damit gut geht, you do you. So. Okay. Dann würde ich sagen, wir begeben uns mal. Warte. Wir können ja noch gar nicht zum Vulkan, ne? Wir müssen, glaube ich, erstmal diese Tafel da einsetzen. Kann das sein? I think so. Aber ich würde sagen, das machen wir wohl im nächsten Part. Denn wir sind hier so ziemlich genau bei der halben Stunde. Jetzt haben wir mal einen kleinen Part dazwischen, wo wir jetzt noch nicht so krass mit der Hauptstory weitergemacht haben. Sondern halt einfach mal ein bisschen erkundet haben, ein bisschen hier und da geguckt haben. Und ich glaube, es war trotzdem ganz lustig. Im nächsten Part geht es auf jeden Fall mit der Hauptstory weiter. Und wir begeben uns zum Vulkan Eldin und gucken mal, was uns da so erwartet. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß, wollte ich sagen. Bei was auch immer ihr gleich noch tut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.